Markus, Anfang, ein paar Minuten nach dem Spielende, Ihre erste kurze Analyse vielleicht? Ja, es ist klar, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, die sehr aggressiv war und auch gut in den Zweikämpfen war. Wir haben jetzt bisher noch keinen Tag gehabt, wo wir mal ein bisschen weniger gemacht haben. Die Jungs haben durchtrainiert. Da fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit, das merkt man dann halt auch. Aber wir haben den Druck hochgehalten, gerade in der zweiten Halbzeit dann immer wieder Druck hochgehalten. Der Gegner wurde immer tiefer und dann wird irgendwann mal vielleicht die Schnittstelle aufgehen und dann musst du ihn dann auch reinspielen. Vielleicht ein, zweimal Situationen gehabt, wo du sagst, das musst du noch mal ein bisschen klarer rausspielen. Und was so ein bisschen Problem war, wenn du dann 10, 12 Mal im Abseits stehst, sind das halt auch 10, 12 Angriffe, die dann einfach auch keine Wirkung erzielen. Und das kannst du ja selber korrigieren. Und wenn der Gegner diese 10, 12 Angriffe dann auch noch verteidigen muss, dann weißt du, was du mit ihm halt dann auch anstellst und was dann halt vielleicht auch passieren kann. Und da haben wir zu wenig draus gemacht. Das war nicht gut. Wenn Sie es ansprechen, Abseits war vor allem in der ersten Halbzeit sichtbar, war es ja in der ersten 20 Minuten gleich 5 oder 6 Mal Abseits. Woran liegt das, dass Ihre Mannschaft da so oft in die Falle reingelaufen ist? Nee, es war gar keine Falle, weil der Gegner gar nicht auf Abseits gespielt hat. Aber wir haben uns einfach zu hoch positioniert und dann hast du natürlich ein Problem. Das kannst du machen, muss aber eine gegenläufige Bewegung sein, dass dann der Mann aus der Tiefe dann auch diesen Schnittstellenlauf macht. Aber wer unnötigerweise im Abseits gestanden, also das muss man, wenn du 12 Angriffe mehr verteidigen musst als Gegner, dann wird es halt auch irgendwann mal schwerer. Ne? Ich habe es ja manchmal so beobachtet an der Seitenlinie, manchmal haben sie so einen Arm so fallen lassen, weil sie sich geärgert haben, so ein bisschen, dass die Angriffe doch nicht so dann waren in der zweiten Halbzeit, wie sie vielleicht im Training oder sich so vorstellen? Nee, es waren ganz einfache Dinge, die erster Kontakt vorwärts mit Tempo drauf zugehen, einfach dieses Zielstrebige, wo ich gedacht habe, naja, wir haben zwar gesagt, dass wir auch Ballbesitzspiel betreiben wollen, aber da wollen wir ja was mit bezwecken. Nämlich den Gegner in eine Unordnung bringen und dann müssen wir aber auch nach vorne spielen. Wir wollen zielstrebig bleiben. Und da waren so 3, 4 Situationen, wo die Jungs einfach für mich gefühlt eine andere Entscheidung hätten treffen können. Aber das ist ja auch das Wichtige, die Jungs müssen Entscheidungen treffen und sie haben eine Entscheidung getroffen und da können wir jetzt drüber sprechen und das ist halt auch wichtig. Letzte Frage, wie sehr freuen Sie sich auf Bad Hering? Ja, also so, ich habe jetzt einiges gehört, dass es da sehr, sehr schön sein soll. Ich meine, die Ecke selber kenne ich ja, ich habe 4 Jahre in Innsbruck gespielt. Ja klar, freue ich mich drauf. Vor allen Dingen freue ich mich darauf, dass dann alle Jungs da sind und wir dann intensiv auch das eine oder andere noch erarbeiten können. Vielen Dank.